Ich wollte das nur noch mal sagen, wie der Stand der Dinge ist für mich jetzt. Mit dieser Diätsache da. Oder mit der. Ich mache hier nur Abwandlung. Gesund essen nenne ich das. Gesund essen nach ihr Idee von Gerson. Ich mache mir also die Kräutersmoothies nicht. Da mache ich einfach immer Salat mit Kräuter. Zweimal am Tag. Manchmal mit Joghurt und schon ohne. Da kommt das Leinöl neu. Und manchmal mache ich aus Leinöl noch in den Saft zu. So, und die Säfte sind aus, werden gemischt. Ich habe mich jetzt entgegen dieser Vorschrift, dass man das immer frisch machen muss, jede Stunde frisch, das macht, bringt einem zum Wahnsinn. Ich habe das jetzt so gemacht, ich mache jetzt hier Räder, das ist eine Zentrifuge, ne? Darf man auch nicht nehmen, muss man auch was anderes nehmen, aber als Anfangseinstieg nehme ich das, so. Und da kriege ich 1,5 Liter mit einem Durchgang raus. In die, ja. Und das ist Apfel mit Karotte als Hauptbestandteil. Dann mache ich noch eine Selleriestange rein und nehme noch ein bisschen Ingwer. Und das schmeckt fantastisch. Das muss ich jetzt mal sagen. Man kann also von diesen Dingen immer essen. Es wird einem überhaupt nicht über. Das muss ich jetzt mal sagen. Es wird ein bisschen langweilig. Das könnte man sagen. Wenn man kein Brot hat und keine Wurst und keinen Schinken. Deswegen mache ich eine kleine Ausnahme und mache zu der Suppe dann ab und zu noch ein Brot mit Käse. Kochkäse. Und manchmal noch eine Schinke drauf. So, das darf man alles nicht, aber das mache ich. Und die ist natürlich auch verboten, weil ich habe extra, mir extra nochmal Rindfleisch gekocht, ne? In einem extra Pott. Und wenn mir danach ist, mache ich in diese Hippokrates-Suppe Rindfleisch. Das habe ich eingefroren. Und dann mache ich mir so ein kleines Rindfleischding rein. Rindfleischsuppe. Das schmeckt dann fantastisch. Das schmeckt davon ohne Rindfleisch noch besser. Halt. So, es ist fertig. So, da habe ich also 2 Stunden gekochte Suppe mit. Nur wird einmal die Woche gemacht, ne? Und dann hat man es die ganze Woche. Mit dem Salat mache ich es genauso, wie das die nette Dame da aus Amerika zeigt. Dass die Blätter werden gewaschen, werden in den Kühlschrank in so ein Tuch eingelockt. Kann man auch die Woche aufheben. Den Saft mache ich morgens, Zitrone, und ich gönne mir natürlich Salz und abweichend davon die Rindfleischsache, das darf man ja alles nicht, ne? Und ein Butterbrot esse ich auch. So, das schmeckt fantastisch und das kann man eigentlich laufend essen. Und das ist eigentlich alles, ne? Genau. Saft, Suppe, und dann muss man dieses Kaffee, das muss man halt hinbringen. Okay, dann hat man es. Mal zeigen, wie das aussieht mit dieser, mit diesem Saft. Und das hat der eine in dem Video, wo die verschiedenen Entsafter vorgestellt werden. Und da wird dir dieser Entsafter vorgestellt, der ganz langsam, Slow Chooser oder wie sie heißen, langsam Safter. Und hier sieht man tatsächlich, hier setzt sich unten da was ab. Dann ist zwischendrin das klar. Und hier oben ist der Schaum. Das sieht jetzt so aus, als wäre das nicht mehr gut. Ne? Aber das stimmt natürlich gar nicht. Ne? Man schüttelt es einfach. Und schon bevor man es ausschenkt. Und da ist es wieder zusammen. Jetzt frage ich mich natürlich, ob diese andere Presse, ich konnte das ja auch mal machen, ich habe ja ein Fleischwolf von der Presse da, Saftpresse, per Hand, könnte ich das mal machen und gucke mir das dann anschließend an, ob das dann anders da ist. Aber der hat behauptet, das wäre anders, der Saft bleibt Kunden. Also das ist jetzt noch so eine Frage, ob dieser Entsafter, dieser Zentrifugalentsafter tatsächlich irgendwas kaputt macht, was die ja behaupten, ne? Wird behauptet, der Entsafter macht was kaputt und die Enzyme würden zerstört und es wäre zu heiß. Es würde zu heiß in der Zentrifuge und dann würde die Vitamin, was weiß der Geier.
Diese Sache ist mir nicht logisch oder erscheint mir nicht stichhaltig genug. Mein Entsafter hier draußen, der hat was weiß ich wie viele Umdrehungen und er wird nicht zu heiß. Ich glaube das einfach nicht. Man muss sich das nur vorstellen, da raspelt, wenn man steckt so eine Karotte rein, unten ist so eine Raspelscheibe, die saust da mit riesiger Geschwindigkeit vorbei. Ja und? Keine Ahnung. Da raspelt es halt weg. Ja und? Weiter? Noch was? Wo ist denn da was zu heiß? Was heißt denn auch zu heiß? Das muss ja über 80 Grad heiß werden oder wie viel? Oder? Naja, bis Eiweiß 60 Grad. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls glaube ich nicht dran. Fest steht nur, das ist das Produkt, das stimmt. Und das gucke ich mir dann an, wenn es wärmer ist und dann mache ich das draußen mit der Saftpresse. Und dann mache ich einen Vergleich. Aber jetzt erst nochmal eine Suppe. Es gibt keinen Rückzugort auf dieser Welt. Und es ist auch, glaube ich, nicht unsere Bestimmung, uns zurückzuziehen und zu sagen, die Katastrophe passiert da, aber ich für mich selber suche mir einen Platz, wo ich das alles heil überstehen kann. Sondern ich denke, die Situation, in der wir jetzt leben, die fordert jeden von uns an. Und ich glaube, der einzige wirkliche Sinn im Leben ist, sich diesen ganzen Herausforderungen zu stellen und seine eigene Aufgabe zu versuchen, innerhalb dieser sich anbahnenden, schwierigen Zeit zu erfüllen. Und ich sehe meine Aufgabe eben darin, Leute darüber zu informieren, über die Hintergründe des Systems. Ich glaube, es gibt ganz viele andere Leute, die ihren eigenen Beitrag dazu leisten können, auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich habe auch große Hochachtung vor den Leuten, die gar nichts machen, sondern einfach nur damit beschäftigt sind, ihre Kinder aufzuziehen oder Angehörige zu pflegen oder so. Es gibt viele Leute, die wirklich ein sehr positives Leben führen, sich dieser Katastrophe aber nicht entziehen können. Und ich möchte auch in so einem Fall, wenn so eine Katastrophe passiert, möchte ich tatsächlich nicht irgendwo auf einer Terrasse irgendwo im Süden sitzen und sagen, na gut, lass die doch alle verrecken, mir ist es egal. Genau. Also das ist jedenfalls meine Philosophie. Und deswegen den Status ohne Adolf Hitler wiederhaben. Schluss. Die Siegermächte waren nicht minder schuld an diesem Krieg wie die Deutschen selbst. Ja. So, und sie haben genauso viel verbrochen wie die Deutschen auch. Das muss man klar sagen, das haben Historiker auch bewiesen mittlerweile. Das muss man einfach nur von deutscher Seite anerkennen. Das wird es aber nicht getan. Das wird nicht getan in diesem Sinne und deswegen haben die Leute heute noch Schuldgefühle. Und die Schuldgefühle schon sonderbar. Warum ist denn das eigentlich nichts mehr so? Warum? Das Verbreiten geschichtsrevisionistischer Mythen und die Relativierung der historischen Schuld gehören zum Repertoire in der Reichsbürgerszene. Auch in Frankreich steht der Staat unter Druck, gibt es mit dem Reichsbürgermilieu vergleichbare Gruppierungen. Éric Fiorille ist der Anführer einer weitgehend unbekannten Bewegung, die davon träumt, einen Staatsstreich in Frankreich durchzuführen. Fiorille beruft sich auf den legendären Appell von General de Gaulle vom 18. Juni 1940, in dem er die Kapitulation ablehnte und zum Widerstand aufrief. Er will ein neues Frankreich unter Mitbestimmung seiner Bürger. Ist da nichts dagegen zu sagen? Oder? Ich verstehe nicht, warum die sich so aufregen. Oder? Ist da was dagegen zu sagen? Warum eigentlich? Warum regen die sich so auf, wenn die unter der Mitbestimmung ihrer Bürger? Und anschließend kommt einer und macht eine Riesenabhandlung über Demokratie und macht unsere Demokratie ist in Gefahr. Und er sagt ihm, unter Mitbestimmung der Bürger. Die verstehen offenbar unter Demokratie was anderes. Das ist eigentlich die Schlussfolgerung, die auf der Hand liegt. Also nicht die, sondern beide. Und daran scheiden sich die Geister. Also gut. Ja. Was machen wir jetzt damit? Ja. Also, das ist natürlich vertane Liebesmühe, ne? Aber man kann anhand dieser Sache oft zeigen, dass hier was schief liegt. Das kann man machen. Das finde ich schon. Aber dass man dann da dran drehen will und das wieder ein Staatsstreich, ja, genau. Oh, nee, das wird nichts, ne? Aber als Indiz dafür, dass hier was schief läuft, da schon. Wie es dann besser ist, das weiß man nicht. Wie man es besser macht, das weiß man nicht. Oder? Das weiß man nicht.
das kriegt man so nicht raus, oder? Da oben, wo man da ist, ein Adler. Gibt es bei uns doch gar nicht, ich weiß. Oh ja. So ist es. Und wir machen jetzt weiter mit dem Durchhalten. Und ich erzähle immer mal, wie man es geht. Also jetzt hoffe ich, dass langsam die Rückenprobleme aufhören. Aber es dauert noch ein bisschen. Kaum zu glauben, ne? Ich bin lieber ruhig, gell? Weil wir können schnell verletzt werden. Und es wird ja auch anerkannt in einer modernen Demokratie, dass jeder Mensch einen geschützten Privatbereich hört, wo er vor dem Zugriff der Öffentlichkeit geschützt ist. Deswegen Telefongeheimnis, Briefgeheimnis. In der Bundesrepublik hat jeder Teenager, Junge und Mädchen, ab dem 14. Geburtstag das Recht auf ein Kinderzimmer, das er abschließen kann. Das wird ihm von ja. Ist ein Recht für 14-Jährige, dass man ihnen einen Schlüssel gibt und dass der Papa nicht einfach reinkommt bei der 14-jährigen Tochter. Die darf auch die Tür abschließen. Dann klopft der Papa, Regina darf ich rein, gern Papa, komm rein. Ja, das ist der Schutz der Privatsphäre. Ab 14 wird der immer stärker. Kant sagt einmal, wer das Recht auf Geheimnis bestreitet, dass der Mensch ein Recht auf Geheimnis hat, der ist ein Hochverräter der Menschheit. Recht hat er. Also wir brauchen... Der glaubt es auch noch nicht, das ist es.